Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Heute nutze ich hier die Regenpause, um mal wieder in den Wald zu gehen. Ich habe mir was Gemütliches mitgenommen, ein Tarp, ein Fell, was zu essen, Kaffeemaschine. So, die wichtigsten Dinge, die ich brauche. Ja, heute wird der Regen vermutlich ausbleiben, aber ich habe sicherheitshalber Regenschutz dabei, wenn es doch noch kommt. Aber es sollte eigentlich so bleiben. Wir haben so Temperaturen jetzt im Moment Mitte November so um die 3 Grad. Aber es fühlt sich wirklich wärmer an. Liegt auch daran, ich bin natürlich schön kuschelig warm angezogen. Vorteil hier an diesem Platz: muss nicht weit von zu Hause fahren, um hier diesen Platz zu erreichen. Und B, meine schönen Stöcke sind immer noch da. Also wirklich, hier ist cool. Heute möchte ich eine Tarp-Aufbau-Variante mal anders probieren. Und zwar so an einem Baum direkt angebracht, so irgendwie ein bisschen, dass es dann drunter muss nicht zwingend riesen regengeschützt sein, aber doch so ein kleiner Rundumschutz wäre doch gemütlich. Ich glaube, so passt gar nicht schlecht. Jetzt natürlich ideal hier die Schlaufe. Wo man das Ganze natürlich jetzt nach oben noch abspannen kann, damit man natürlich drin mehr Raumgewinn hat. So sieht das Ganze nun aus. Und Vorteil ist, wenn man da ein paar Mal so ein Tarp aufgebaut hat, weiß man ungefähr wie, wo, was. Und wenn man da noch ein bisschen so sich ein paar Videos reinzieht mit Tarpaufbau, hat man da auch die nötigen Ideen dazu. Und das ein paar Mal in der Praxis. Und dann geht das relativ flott von der Hand. Wenn man da natürlich jetzt mit Heringen, Schnüren und so alles dabei hat, ist das natürlich perfekt. So sieht das Ganze aus dann. Machen wir den Komplettrundgang. Hier könnte man jetzt noch zumachen.
für meine Zwecke ist das so tipptopp. Jetzt habe ich beim Rucksackpacken in Anführungszeichen bedingt einen Fehler gemacht. Für mich jetzt nicht für meinen Rucksack, aber ich habe das Fell habe ich jetzt zu unterst gepackt, was ja im Prinzip unklug ist, weil ich will die Sachen jetzt nicht alle auspacken und dann erst das Fell und dann das Ganze auf das Fell legen, sage ich mal. Aber dieser Rucksack hat natürlich den Vorteil, ich kann den hier öffnen und komme so direkt zu meinem Inhalt. Das heißt, ich kann hier jetzt auch schon mein Fell hier ohne Probleme kann ich das da rausnehmen und muss nicht zuerst den ganzen Rucksack auspacken. Geht natürlich erst bei diesen Modellen, die das können, geht das tipptopp. Aber ansonsten, wie immer, man muss sich ein bisschen Gedanken machen beim Rucksackpacken. Jetzt bei dieser bei dieser Jahreszeit sowieso, wenn es draußen nass ist oder Schnee hat, dann ist man froh, so schnell wie möglich auch die richtigen Sachen auch im Prinzip auf die wichtigen Sachen zuerst zuzugreifen können. Jetzt passt's. Passt jetzt auch hier, wenn man liegen möchte. Die Akkus drücken mich da. Ja, würde auch jetzt passen, hier mit einem Isomatten-Schlafsack zu liegen. Hier noch Rucksack oder da, wie auch immer. Perfekt. Also ich finde das hier so top gemütlich und ich empfehle jedem, ich würde nie wieder ein Tarp kaufen, das hier keinen Abspannpunkt hat, weil es würde nicht funktionieren. Schlicht und ergreifend, es würde so nicht klappen. Man hätte hier zu wenig Platz, das käme hier so schon runter. Wir hätten hier sicher fast die Hälfte oder gut ein Drittel weniger Höhe. Und das ist das, was es ausmacht, wenn man da sitzen möchte. Von dem her passt das. Gut, jetzt Tarp steht, Regen könnte kommen, kommt zum Glück nicht. Jetzt werde ich gemütlich da mein Essen kochen. Es wird nicht spektakulär sein, ganz einfach was wärmen und gut ist. Mal schauen, was ich mir da eingepackt habe. Ja, mein Titanbecher. Ich habe da schon ein Video gemacht darüber. Und drin ganz einfach eine Büchse Chili con Carne, bei dieser Jahreszeit ideal, öffnen, warm machen, gut ist. Was ich ja schon beim letzten Video, wo ich die Titan-Tasse vorgestellt habe, habe ich ja schon erklärt, dass das Problem sein kann, dass es unten dunkel wird oder fast anbrennt, wenn man nicht direkt eine Suppe macht oder sehr, sehr flüssige Sachen zubereitet. Hier beim Chili con Carne könnte das gut der Fall sein. Deshalb, man muss einfach dabei sein und dann ist das auch kein Problem. Passt.
jetzt noch Kaffee. Und der Flieger war genau jetzt durch, aber ich lasse das jetzt um. Bei dieser Jahreszeit ein Chili con Carne draußen. Perfekt. Jetzt ist natürlich der Kaffee am Start und wie immer als erstes, Leute, genießt eure Zeit. Da muss ich es nicht sagen. Hm? Ja, jetzt zum Chili con Carne. Ich kann sagen, Leute, ich sage jetzt, wie es ist. Es war nicht gut. Es war nicht gut. Es passt, ein Chili con Carne bei diesem Wetter, allemal, aber dieses Chili con Carne war nicht gut. Gründe, das Fleisch musst du suchen. Also, ich habe gar nichts gemerkt, vielleicht einmal ist keinmal, das Fleisch musst du suchen. Das war mir zu viel Tomate, es hat zu viel Soße drin und für mich ist im Prinzip Tomate zu kochen, also eine Tomatensuppe ist für mich die Königsdisziplin. Oder eine von den Königsdisziplinen, eine gute Tomatensuppe zu machen, das ist schwierig. Und hier, die Tomate war sauer, es war einfach nicht gut. Jetzt kann man sagen, ja, es war eine Konserve. Nein, es kann auch eine Konserve gut sein. Das muss nicht heißen, alles was Konserve ist, ist nicht gut. Sondern dieses Chili con Carne war jetzt nicht gut. Punkt. Für meinen Geschmack nicht gut. Aber nichtsdestotrotz. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, von wo ich das habe. Es gibt verschiedene Hersteller, aber meines war jetzt nicht gut, kaufe ich nicht mehr. Aber dafür den Kaffee umso besser. Ja, ich will jetzt niemanden anfetzen, aber wie gesagt, ich sage einfach jetzt, wie es ist. Mein Lager passt, war cool. Also ist cool, passt mir so, diese Aufstellungsvariante. Und auch das Tarp ist einfach der Hammer. Mir gefällt das. Mein obligates Puff, was ich drin habe. Aber das ist jetzt einfach so. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Noch ein paar Worte zum Kochen drin. Ich habe jetzt alles wieder verräumt, weil ihr kennt mich, ich mache das nicht groß sauber. Ein bisschen Wasser ausspülen. Aber und dann Papier rein. Die Konservendose habe ich gar nicht ausgespült. Das nehme ich einfach so mit nach Hause, mache das zu Hause sauber. Weil was soll ich mir hier einen abmühen mit Wasser und Reinigen und alles. Ich gehe ja eh nach Hause. Es war in der Tat so, es war ein ganz, ganz wenig unten, aber wirklich nicht der Rede wert, war es ein wenig unten, also angebrannt kann man nicht sagen. Aber eine dunkle Stelle, man konnte sie mit dem Löffel problemlos wegnehmen. Also nicht angebrannt oder so, aber man merkt einfach, im Titan kochen ist ein bisschen heikel, muss man einfach ein wenig aufpassen oder die Hitze reduzieren, aber im Großen und Ganzen, ich denke, das ist zum Wärmen von so Speisen gut. Jetzt ein riesen langes Gulasch würde ich ja jetzt nicht drin kochen, da zwei Stunden lang, aber nichtsdestotrotz, für das ist es ja auch nicht gedacht. Aber ansonsten, cooles Teil, muss ich sagen. Apropos cool, ich habe da noch ein cooles Teil, ein bisschen viel cool bei mir. Nein, ich habe da etwas, was ich da jetzt noch am Testen bin, wo ich bis jetzt, kann ich das spoilern, bin ich sehr, sehr überzeugt von diesem Teil. Aber ich werde das noch ein bisschen länger testen und dann werde ich das sicher mal vorstellen, weil das ist wirklich eine, ja, ich sage es nicht, aber ist eine tolle Sache, habe ich wirklich Freude. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich jetzt nichts mehr. Ich werde da vielleicht noch ein bisschen sein, noch die Zeit vergehen lassen. Das nächste Mal muss ich ein Buch mitnehmen. Ich habe viele Bücher zum Lesen, ich vergesse das immer. Aber jetzt wäre noch so eine halbe Stunde lesen, warum auch nicht. Aber nichtsdestotrotz. Ja, ich hoffe,
Video hat euch gefallen. Für mich war das Wetter jetzt gerade noch so lala von der Kälte her. Aber ja, es ist halt so, vielleicht gibt es dann durch den Winter durch ein wenig weniger Videos von mir, weil so, ja, das ist die kalte Jahreszeit, wenn es schön Schnee hat, ich gehe raus und so. Aber ich bin schon mehr halt der Frühjahr, Sommer, noch ein bisschen Frühherbst. Mensch, das gefällt mir einfach besser. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und tschüss!